attacking five Obscura paintings for a client. People are dying out there. Handle it, Garen. Egypt, Werner. You walked away and left me. Get out! Get out of the way! Da darf ich also auch mal wieder. Das war eine schöne Sequenz. Hat mich zwar ein bisschen gewundert, dass sie da zum Ende so ein bisschen Sachen recycelt haben, aber schöne Sache. Man hat mal ein bisschen was erfahren. Es kommt auch selten vor, dass man sich einfach mal 5 Minuten lang zurücklehnen kann und nichts tut hier während so einer Aufnahme. So, erstmal alles mitnehmen hier. Ich hatte vergessen, dass wir noch in das Apartment kommen hier. Das war tatsächlich aus meinem Blickfeld verschwunden. Beziehungsweise ich weiß, dass wir in irgendwelchen Fluren noch unterwegs sein werden. War das jetzt? Oh, okay, das Stäbchen war anscheinend ein Trigger für irgendwas. Waffen habe ich natürlich keine. Doch, ich habe eine. Wow. Das ist ein Gegner, ne? Der keine Schussgeräusche macht. Nur sehr leise. Kann ich den überhaupt umhauen? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber sie trifft schon, ne? Ja, das ist auch schön, dass er uns halt nicht umhauen kann. Jetzt haut er ab. Okay. Ich will erstmal eine Wohnungsbesichtigung machen. Ich meine, der hat schon cooles Zeug hier, ne? Aber es ist, ja. Muss man auch ein bisschen pflegen. Sehr viele Staubfänger halt. 40%, ich hätte gerne 60. Ja, ist egal. Machen wir halt hier einmal da einen von. Machen wir da einen von. Haben wir ja genug. Ja, wir schauen noch nach oben. Auch geiler Computer hier. The Lux Veritatis. Aha. Facts about the Lux Veritatis. They were a 12th century offshoot of the Knights Templar, dedicated to suppressing evil, particularly works of sorcery and alchemy. Responsible for destroying Eckhart, the Black Alchemist, in 1445. Oh, so it says here. The Sanglith. Here? There's information here on the Sanglith. It says the Black Alchemist, Peter van Eckhart, created an artifact of alchemic power, the Sanglith. It was made in 5 metallic parts and hidden. Perhaps those were the metal symbols in the Obscura paintings. Das würde sogar Sinn ergeben. Ja. Ja. Wie, ja. Ach, man muss sich ducken. Das ist natürlich sinnvoll. Wir gucken uns noch die Wohnung an. Wenn wir jetzt eh schon gerade Zeit haben. Ah, die Küche ist schön. Muss man, kann man nicht anders sagen. Hätte ich auch gerne. Vielleicht anderes Design, aber von der Aufteilung her. Schön auch, dass überall Munition herumliegt. Ja, hier überall liegt was rum. Warum auch immer. Wenn Munition haben wir genug. Es fehlt uns an den Waffen selber. Da können wir raus anscheinend. Oder rein. Das ist schön. Ich finde es immer schön, wenn du starke Beine hast. So. Boah, ey, das mit dem. Hätten wir nicht einmal eine Kiste voller Munition aufnehmen können? Das würde es einfacher machen. Ich weiß, ich gehe da gleich hoch. Ich will hier erstmal mal hochgehen.
Ich hoffe nicht, dass da in den... Da unten liegt noch mehr Muni. Ich hoffe nicht, dass in irgendwelchen Schränken hier noch irgendwas versteckt ist. Dass wir noch mehr Zeit bräuchten. Vor allem zu der dramatischen Musik auch sehr schön. Die ganzen Sammelangelegenheiten hier. Das dramatischste Einsammeln von Gegenständen. Let's see what we have on the Cabal. A powerful alliance of five alchemists and sorcerers in the 13 and 1400s. Eckhart is said to have betrayed and murdered almost all of them to control their secrets. Now that is interesting. It says the Cabal and the Lux Veritatis battled constantly, even after the disappearance of the black alchemist Eckhart in 1445. Ja. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Mit Escape anscheinend. Aha. Ja, das haben wir schon gehört, Lara. Ein riesiges Bett hat der. Das ist. Ist es. Also wirklich riesig. Okay, Lara, ich weiß nicht, wie groß Lara selber ist. Nach offiziellen Angaben. Aber wahrscheinlich durchschnittlich. Wobei für eine Frau wahrscheinlich schon ein bisschen überdurchschnittlich. Weil der andere Kerl, den wir gesehen haben, ich habe den Namen leider vergessen. Der war ja auch, der war so ziemlich genau gleich groß wie wir. Das fand ich ja doch ganz interessant. Entweder der andere ist sehr klein oder wir sind sehr groß. So, und natürlich ein Badezimmer. Und noch eine Etage. Okay, noch eine Etage. Haben wir hier noch irgendwie mehr Schmerzmittel oder sowas? Muss ich jetzt hier raus? Ich habe leider die andere Tür da unten nicht getestet. Ah, okay, okay, okay. Alles klar, also müssen wir doch da unten raus, wo wir halt... Naja, wo der Ausgang halt ist. Ich würde aber auch sagen, dass... ein bisschen mache ich noch. Hoffe ich. Wahrscheinlich werde ich gleich sehr oft sterben. Mal wieder. Genau, wir müssen jetzt aus diesem Haus hier rausfliehen. Und das ist das Problem. Wir haben ja gerade Sprengsätze gesehen und... Ja. Doch den Teil weiß ich jetzt wieder. Das weiß ich, dass ich da auch ein paar, ich will nicht sagen Frustmomente gehabt habe, aber es war ein bisschen seltsam. Noch eine Wohnung zerlegt. Die dezent kleiner ist als eure. Oder als die von Eckhart. Keine Waffen, erstaunlicherweise. Da war ein Griff dran. Da muss man nicht immer gegentreten. Ja, mitnehmen. Hallo? Ja. Ach, ich dachte, das wäre an der Wand, das. So, hallo Lara. Hui. Hooray. Ich wollte es nur mal getestet haben. Ob das wirklich... Naja, ob man dann halt wirklich so ein bisschen Schaden nimmt. Es war ein Versuch wert. Okay, also es ist letztendlich zu allen Seiten hier quasi gefüllt mit Tödlichkeit. Ich meine, dass wir durch irgendwelche Wohnungen hier durch müssen. Ob wir hier irgendwie... Nee, hier ist sonst keine Tür, kein nichts. Irgendwelche Vorhänge aufmachen kann man auch nicht. Oder irgendwelche Türen. Man kann jetzt auch schön hier aus dem Haus schauen. Durch diesen netten Grafikfehler. Ich fand es während der Zwischensequenz auch sehr lustig, dass... oder lag was. Dass während... der Autofahrt... Ach so, Munition. Dass da die Scheiben offenbar durch einen Fehler nicht verdunkelt waren. Das heißt, man konnte sehen, dass es da Brummgeräusche gab, aber das Auto sich nicht bewegt hat. Ach Gott, schön. Genauso funktioniert das. Vollkommen richtig. Habe ich eine Waffe, die ein bisschen besser ist als das kleine Ding hier? Okay, da habe ich jetzt 13 Magazine von. Oder? Nee, na, es kann schon seitlich springen, aber das geht halt deutlich langsamer als vorher. Stirb, bitte. Na, sterben will er nicht. Der Auftragsmörder hier. Aber zumindest haut er ab. Nachdem wir 30 Mal auf ihn geschossen haben. Mindestens. Würde ich auch abhauen, ehrlich gesagt. Wenn ich merke, hey, die Dame stirbt nicht, wenn ich 20 Mal auf sie... sie schieße und sie hat schon 30 Mal auf mich geschossen und getroffen, dann gehe ich doch mal lieber weg.
Vielleicht... Na, nachher fügt sie mir noch Schaden zu. Ach, okay, er hat seine Waffe verloren. Sag jetzt nicht, da liegt Munition direkt neben dafür. Der hat doch selber gemerkt, dass seine Waffe leer war. Hätte doch einfach selber nachladen können. Na gut, so ist das Leben. Oh ja, doch, wir haben sehr viele Schuss dafür. Tja. Ja. Muss ich da jetzt irgendwie rüber oder so? Hüpf! Offenbar nicht so. Hechtsprung kann ich aber... Bin ich echt nicht sicher, ob ich das selber kann. Ich glaube ja quasi nicht. Wie soll denn das sonst gehen hier? Können wir da seitlich irgendwie rüber? Das ist in 2 Meter... Na gut, nicht ganz 2 Meter Höhe, aber doch... Oh! Okay, doch sehr hohe Höhe. Also, ihre Sprungkraft ist immer wieder bemerkenswert. Okay, zeitgesteuert. Einfach doch nicht. Yep. Schön. Darüber kommen wir schon mal nicht. Da ist es mir doch ein bisschen zu warm. Darüber vielleicht. Autsche. Darüber vielleicht. Ja. Wir können es probieren. Ne, wir brennen. Tendenziell uncool. Aber wie lange wir brennen, ohne dass uns da irgendwas dran stört. Das ist schön. Hier kommt Medipack. Kannst du gebrauchen. Aber sie hört nicht von alleine auf. Ne? Ich hau mir mal ein Medipack ran. Während wir brennen, erstmal schön verarzten. Das ist doch schön. Ich will nicht sagen, dass das Spiel unrealistisch wäre, aber naja. Manche Stellen könnte man vielleicht nochmal überdenken. Na, Sorte, ja, Ausgänge. Dann gehen sie auch, bitte. Oder geht das nicht, während du brennst? Wo soll ich dann hin? Bin ich zum Ausgang? Ja. Wann habe ich zuletzt gespeichert? Okay, hier. Sehr gut. Müssen wir nach oben? Nee, warte. Kommen wir nicht von oben? Doch, genau. Ja, ich mach's mal ohne Feuer. Ob wir jetzt raus können? Ja. Schön. Ich nehme mal nicht alles von der Muni mit. Kommen wir auch wieder hoch hier. Ist uns dieses Spektakel nicht verwehrt. Wunderbar. Hier kommen wir her. Ach wie, was? Nee, doch nicht. Doch nicht anscheinend. Jetzt ist aktiviert. Wunderbar, damit wir nicht mehr flüchten können. Da hinten war noch jemand. Beziehungsweise der Kerl. Höchstwahrscheinlich. Zeitgesteuerte Lichtschranken. Warum auch immer man das machen sollte. Außer damit er da selber durchkommt und dabei wird auf uns geschossen. Ist schön. Lalalala. Lara! Oh. Ihre Unfähigkeit zu laufen. Das kann jeder Dreijährige besser. Sehr viel deutlich. Au. Schießen kann ich auf ihn nicht. Sie visiert nicht an. Autsch. Jetzt war da... Okay, jetzt war da eine Lichtschranke. Hooray. Ich sollte die Aufnahme für heute beenden, glaube ich. Es wird, glaube ich, nicht besser. Oh. Ballern! Hauen sie ab! Da siehst du,
Is she taken care of yet? Hello. Is she dead yet? We have to get back to Prague. No, Bouchard. She isn't. But your little friend is. I'll take care of you later. It's time I visited Prague. Okay, damit hätten wir unsere Motivation für Prag. Auch wenn die natürlich nicht sehr toll ist. Aber Plot Twist, hey! Another cold, dark city. Great. Und sie hat keinen Mantel mit. Als ob die Weste da reichen würde. Ach, Lara, ach, Lara. Outfits waren noch nie so deine Stärke. Zumindest nicht von der Funktionsweise her. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich eine kleine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Tomb Raider Angel of Darkness mit hoffentlich ein paar weniger Frustmomenten. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht genau. Deswegen, wir werden sehen. Wir werden uns umschauen. Und die Welt retten vielleicht, wenn wir dazu kommen. Und nicht vorher 300 Mal sterben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.